Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und heute in diesem Video wird es ganz, ganz viele What the fuck Momente geben. Ich war mal wieder im Internet unterwegs und da habe ich ein bisschen geguckt, was es denn alles so Neues gibt und ja, da bin ich auch auf ein paar japanische Seiten gekommen und da sind wirklich ein paar Sachen gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das sollte es eigentlich nicht geben. Und ich werde euch heute die skurrilsten Erfindungen, die ich gefunden habe, euch vorstellen. Ihr alle kennt ja VR, also Virtual Reality. Und das ist ja schon eine richtig, richtig nice Sache eigentlich. Nice. Aber natürlich gibt es das nicht nur in Filmen und Spielen, sondern auch in der Pornoindustrie. Jetzt gibt es nämlich den japanischen Sexanzug. Und das Ganze sieht ungefähr so aus. Ich meine, what the fuck? Was sind das für Leute, die sich solche Anzüge kaufen und dafür auch noch Geld ausgeben? Da ist selbst eine Prostituierte noch billiger. Ich denke mal, das ist so für Leute, die gerne in die Hentai-Welt eintauchen möchten und da ein kleines bisschen Spaß haben möchten. Aber ich meine, wer braucht sowas und warum braucht man sowas? Und ich meine, ehrlich Leute, warum? So, nur mal am Rande, jetzt gibt's was für echte Gamer. Wer kennt das nicht? Der CPU ist zu heiß und ihr wisst nicht, wie ihr ihn abkühlen sollt? Hier kommt die Lösung. Ihr nehmt einfach ein Stück Fleisch aus dem Froster, legt ihn auf den CPU und hinterher habt ihr noch ein bisschen was zu essen. Nee, ohne Spaß, Leute, ohne Spaß. Warum gibt es so eine Menschen, die sowas machen? Warum gibt es sowas? Es ist doch unglaublich. Wer legt bitte ein Stück Fleisch auf sein CPU? Ja gut, mein CPU ist auch immer ein bisschen heißer, als er sein sollte. Aber ich meine, warum legt man ein Stück Fleisch auf den CPU? Leute, ehrlich. Auf den CPU! So Leute, jetzt hört's wirklich auf, ne? Jetzt hört's wirklich auf. Guckt euch das an. Guckt es euch an. Da braucht man gar nichts zu sagen. Guckt es euch einfach an. Ich meine, wer würde so rumlaufen? Und warum? Es gibt kleine handliche Taschentücher. What the fuck, warum? Es ist doch nicht mehr normal, diese Welt. Es ist doch einfach nicht mehr normal. Ich meine, warum? Und jetzt mal von den Käufern abgesehen. Vor allem, wer kommt auf so eine Idee? Überhaupt auf so eine Idee zu kommen? Ich meine, Leute, wer schnallt sich denn sowas auf den Kopf, Alter? So, Leute, ohne Spaß jetzt, ne? Ich geh mich erschießen. Jetzt hört's wirklich auf. Ich meine, Leute, was ist das? Und warum existiert sowas? Und wer würde mit sowas rumlaufen? Und wer ist auf diese scheiß Idee gekommen, sowas zu erfinden? Und vor allen Dingen, wer würde so rumlaufen? So! Ich kann es einfach nicht glauben, dass solche Dinge auf dieser Welt existieren. So, jetzt an die Damenwelt da draußen. Kennt ihr das nicht auch? Ihr wollt schicke Schuhe anziehen, am besten hochhackige Schuhe, könnt aber nicht wirklich drauf laufen. Hier kommt die Lösung. Jetzt gibt es nämlich Stützräder für hochhackige Schuhe. Ohne Spaß, Leute, so ein Bullshit. Wer kommt auf so eine scheiß Idee, Stützräder für Hackenschuhe zu erfinden? Also Leute, ohne... Nein, nein. Warum? So, jetzt kommt eine Erfindung, wo ich echt den Glauben an die Menschheit verloren habe. Also... Hier kommt das ultimative Taschenmesser für alle Landwirte unter euch. Ich meine, das Ding ist wahnsinnig schwer. Da hast du es doch viel, viel einfacher, wenn du die Geräte einfach in der Schubkarre mittransportierst. Warum braucht man sowas? Warum? Vor allen Dingen, wer erfindet sowas? Es gibt ja wirklich Leute, die kaufen das auch noch. Warum? Das Ding ist scheiße schwer. So, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zu diesen skurrilen Dingen sagt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergiss nicht zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst.